Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde in der Hölle. Drehen wir mal hier so ein bisschen rum. Okay. Ah, kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Ah, Blut. Deswegen schmeckt es hier nach Blut. Kann ich das wieder andersrum drehen? Da hinten ist offen. Ich habe keine Ahnung, was das bewirken. Was? Können wir hier irgendwie hochkrabbeln oder so? Ah, scheiß Dreck. Ist hier irgendwas? Kann auch nicht schwimmen, oder? Nein, kann ich nicht. Wo ich irgendwie hochkriechen kann, auf den Händen vielleicht. Auch nicht. Hier ist zu. Nee, scheiße. Okay. Aber wir sind gar nicht tot, das war gewollt. Was war das für eine Welt? Meine Hände zitterten und ich badete in meinem eigenen Schweiß. Ich muss davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich auch infiziert bin und später auch eine von diesen Kreaturen werde. Ich hoffe nicht. Boah. Okay. Klingt nach Hund. Hier ist, wo wir zusammengebrochen sind, quasi. Okay. Okay, alles beim Gleichen. Hätte gedacht, das klingt nach Hund, aber... Ich sehe momentan noch keinen. Okay. Kannen, überall Kannen. Kennt's wahrscheinlich, ne? Also, Dosen, meint er eigentlich. Machen wir erstmal zu. Falls da draußen was ist, dass das. Ja, dass nicht hier reingestiefelt kommt. So, ihr wisst. Erstmal speichern, auch wenn das vor kurzem gerade schon stattgefunden hat. Die Tür ist direkt vor mir, so nah, aber ich kann nicht hinein. Okay. Heute, damit könnte man mindestens ein paar Monate überleben. Jo, wo kommt der denn her? Okay, da waren Schritte vor der Tür. Müssen wir mal gucken, wenn wir rausgehen. Ach du Scheiße, wie kommt die verstümmelte Leiche eines Hundes hierher? Sieht doch ein bisschen Haut abgezogen, nackig aus. Naja. Okay, aber die Kannen sind immer noch da. Ist das eine FFP2-Maske oder was? Könnte sein. Warme Jacke. Und Schlüssel. Okay. Kann ich hier was dran rumstellen? Kannst du nur ausmachen. Okay. Machen wir es erstmal aus.
Ich empfange ein Signal. Es kommt von dem Nachforschungslabor, welches nur ein paar Meter von hier entfernt ist. Die Senderin der Nachricht, Amabel Swanson. Also ist es doch... hat ein Gegenmittel gefunden, aber sie kann es nicht alleine herstellen. Alle Türen im Labor wurden verschlossen. Oh Gott, da müssen wir wieder in dieses komische Dings da. Wisst ihr noch? Dort, wo dieses Labortür-Dings war, wo wir ihr... Oder wir dachten, dass wir ihr die Kiste an den Kopf gehauen haben. Sie können entweder per Terminal oder Schlüsselkarte geöffnet werden. Irgendwo muss es einen Ausgang zur Oberfläche geben. Vielleicht kann ich auf eine Art Transferplattform zum Labor gelangen. Ich sollte dort so schnell wie möglich erscheinen. Okay. Was notierst du dir? Ein Impfstoff? Ich muss schnell zum Labor. Gott weiß, wie lange ich noch habe, bis ich bis der Virus meinen Verstand übernimmt. Okay. Meine Jacke, ein bisschen zerrissen, aber sollte der noch gegen die Kälte helfen? Ein unmarkierter Schlüssel. Okay. Eingefroren. Okay. Wir hätten ja dort hinten noch eine Tür. Ich glaube, das ist nur wieder ein Bluff-Sound. Und hier ist gar kein Hund. Wenn sie ein paar Mal machen und dann am Ende ist irgendwo ein Hund. Bin ich mir relativ sicher. Wenn man sich halt safe fühlt. Nicht drauf achtet. Und dann beißt er in den Arsch. Okay, Freunde. Hoch mit uns. Okay. Warte, da geht's schon weiter. Diese Öfen, kennen wir die nicht auch aus Requiem? Muss man hier Holz reinschmeißen und dann da drauf drücken, aber nichts passiert. Für Flatterviecher. Hier ist alles voller Holz drin. Das Ding ist aber nicht offen. Muss ich das hier wieder anfeuern? Er hat sich so schön reingelegt. Muss man bestimmt machen. Geht viel zu smooth, als dass das falsch sein könnte. Ah, jetzt leuchtet das Ding rot. Okay. Ich hoffe, irgendwo gibt es ein Ersatzventil. Okay, das brauchen wir also noch dafür. Aber jetzt kokelt es hier wenigstens schon mal. Hier liegt auch Holz. Hier ist auch so ein Kesselding. Den Raum erkennen wir auch ein bisschen besser wieder, würde ich behaupten. Komische Geräusche. Hier haben wir ein Holz. Wo geht's denn da hin? Kommen wir da her? Nee, oder? Wir sind doch drüben hergekommen, oder?
Uns fehlt ein Holz. Vielleicht finden wir das ja da oben. Ja, scheint mir so. Okay. Das ist definitiv wieder recycelt. Kann ich auch nicht wegziehen, ne? Nee. Das erkennen wir doch das erkennen wir doch wieder. Hier ist das Holz. So, wartet. Schmeißen wir erstmal runter. Sehr gut. Wir wollen ja auch gucken, was sie hier rausgemacht haben. Eine Tür, die nie geht. Ah, und diese Dampfdinger, wisst ihr noch? Diese, wo man immer abpassen musste, weil man zur richtigen Zeit durchgeht. Irgendein komischer Mechanismus blockiert den Weg. Ich muss versuchen, ihn zu entfernen. Ja. Kriegen wir hin. Dazu muss ich bestimmt die Kessel unten anhauen. Ich glaube, das war ja damals auch so. Das Knattern im Hintergrund, das ist ein sehr aufgeregt nümmelnder Hase. In seiner Trinkflasche. Gute Fee ist das. Ah, gut. Ah. Schön. Okay, reicht das schon oder brauche ich das Ventil für das Ding? Das brauche ich wahrscheinlich noch, ne? Ich habe die Tür, wo es so kalt klang, jetzt noch nicht benutzt. Aber ich nehme an, das braucht man trotzdem. Ja. Okay. Dann gucken wir doch unten. Wäre auch komisch. Uiuiui. Wäre auch komisch gewesen, wenn wir es nicht gebraucht hätten, ganz ehrlich. Gut. Dann gehen wir zu der Tür. Ah, die ist zugefallen. Okay. Zu der Tür, die ich eigentlich meiden wollte. Wenn sie jetzt zugewesen wäre, das wäre krass. Okay. Müssen wir uns bestimmt wieder beeilen. Hm. Und da hinten geht's weiter. Ich will bloß hier schnell die Runde rumgehen. Um sicher zu gehen, dass hier nichts ist. Okay. Ah, eine Hundehütte. Okay. Bisschen laut hier gerade. Ist nicht. Eine sehr hohe Sprungfähigkeit, sehr schön. Noch nix. Gut. Ist die Hütte, bei der ich war? Wartet, hier hinten ist auch nichts. Da kommen wir her. Das ist auch nichts, ja. Okay, dann geradezu hier. Ein Generator-Ding. Achso, ich renne schon wieder zu schnell, Entschuldigung. Einmal Tablettchen. Nur die so schwer. Und eigentlich die leichten Kisten, aber ist eh nichts dahinter. Ja. Gut, weiter.
Uns geht's gut. Jacke hilft. Ist nichts. Hier kommen wir doch nicht rein, oder? Das ist bestimmt die, wo erst von der anderen Seite auch da stand, dass sie eingefroren ist. Und hier was? Kriege ich hier Items? Nee, kriege ich nicht. Okay, ein paar Steine. Nee. Container. Der aber von allen Seiten zu ist. Zugefroren wahrscheinlich auch. Okay, hier braucht man nicht das Lichtel. Das geht's auch immer noch gut. Okay. Die sehen so leuchtend aus, als müsste ich die nehmen. Alter. Aber die heben sich, glaube ich, einfach nur so ein bisschen farblich ab. Nichts dahinter. Da unten ist unser Ventil. Auch nichts dahinter. Okay. Mehr. Dankeschön. Huch. Das war ein langer Ladedings. Irgendwas, oder? Fuck. Keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Hier? Ist der schon wieder weg? Nee, ich laufe ihm gerade entgegen. Okay. Beruhigt sich ein bisschen. Wir hier ins Haus rein und dann warten, bis der vorbeigeht, weißt du? Mal sehen, wann der zurückkommt. Ich hoffe, dass es der einzige ist, weil dann stehen wir einfach auf, wenn der weg ist und sprinten in die andere Richtung. Einfach hin zur Tür. Okay, ich glaube, er kommt gerade. Lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Okay. Uiuiui. Brauchen wir ja schon hier den Kollegen, ne? Erzähl mir nicht, dass da oben jetzt irgendwelche Hunde frei sind oder so.
Nur dieses komische Geräusch, ne? Liebe Leute, wisst ihr was? Wir begeben uns hier in den Pausenmodus, in diesen sicheren Leiterambiente. Denn wenn irgendwas kommt, dann können wir nach unten kriechen. Wenn von unten was kommt, dann ist es uns egal, weil wir sind ja oben. Und wir machen beim nächsten Mal weiter und schauen, ob dieser Bolzen jetzt oben ist. Aber er müsste eigentlich, bin mir eigentlich ziemlich sicher. Also dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und lasst uns in der nächsten Folge weiter gruseln. Bis dann. Tschüss.